dann retten wir nicht Griechenland. Wir haben im Jahre 2010 die Banken gerettet. Da sind nicht alle Mittel sind auf den Bankkonten gelandet. Und jetzt halten wir Griechenland nicht in der Europäischen Währungsunion, um dem Land zu helfen, sondern damit diese Währungsunion nicht auseinanderbricht. Es geht gar nicht um die Menschen. Es geht gar nicht um Griechenland. Wenn man Griechenland wirklich helfen wollte, dann müsste man Griechenland raten, geh zurück zur Drachme, weil du dann wieder wettbewerbsfähig wirst. Herr Genscher hat ganz zu Recht gesagt, dass es vor der Währungsunion eine Menge von Auf- und Abwertungen gegeben hat. Ich erinnere mich daran, im Jahr 1956, als ich zum ersten Mal in Italien war, da kosteten 1.000 Lire 6,70 Mark. Im Jahre 98 war das 98 Pfennige wert. Ein Nouveau Franc war im Jahre 1960 1,10 Mark wert. Im Jahre 98 27 Pfennige. Und wenn diese Wechselkurstendenz weiter so stark sind, weil die Politiken unterschiedlich sind, sprengt das die Währungsunion auseinander. Genau da sind wir. Und alle Anleiheprogramme, die wir jetzt starten, die helfen ja gar nicht. Die verdecken das Problem bloß. Die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder bekomme ich nicht durch Schuldenankauf. Machen wir auch gar nicht, Herr Stabatti. Ich habe es ja noch gar nicht sagen können. Sie machen hier eine Attacke und die muss jetzt mal auch richtig gestellt werden. Ich weiß noch sehr gut, als wir damals in der Finanz- und Wirtschaftskrise